I always do my own stuff. 3, 2, 1, go! Greg? Where'd he go? Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es gibt wieder Leaks zu einem neuen Marvel-Film, den wir heißer sind erwarten und diesmal trifft es heute mal wieder Spider-Man und zwar genauer gesagt Spider-Man Far From Home, dem Sequel zu Spider-Man Homecoming. Mit der Zeit hat man schon gesehen, dass Tom Holland nicht wirklich Geheimnisse für sich behalten kann und er ist wirklich bekannt dafür geworden, dass er einfach auf seiner Social Media oder einfach in Interviews immer wieder kleine Spoiler raushaut oder neue Informationen leakt. Das Ganze ist mit der Zeit schon so ein bisschen zum PR-Gag geworden, wie zum Beispiel damals, wo Tom Holland den Titel von dem neuen Spider-Man-Teil Spider-Man Far From Home geleakt hat. Und heute hat er wieder eine sehr, sehr interessante neue Information geleakt. Und zwar, wer womöglich ein neuer Schurke von ihm sein könnte, der in dem Film auftaucht, als auch ein neuer Ort, den wir in diesem Film besuchen werden. Und natürlich, falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid und euch Themen wie diese interessieren, denn hier gibt es wirklich alles rund um das MCU und Marvel allgemein, dann vergesst auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Worauf wartet ihr? So, kommen wir mal zu dem Leak, den Tom Holland uns preisgegeben hat. Der Leak im Allgemeinen ist sozusagen einfach nur ein kleines Video, was Tom Holland auf seinem Instagram geteilt hat, wo er einfach ein bisschen darüber labert, dass er seine Stunts immer selbst macht und im Hintergrund kann man dann einfach seinen Stuntman sehen, der gerade einen Stunt vollführt und vor einer riesigen Welle weggeschleudert wird. So, aber was ist jetzt wirklich so interessant an dieser kleinen Szene? Was sagt uns das? Also erstmals verrät uns diese ganze Szene, wo das Ganze spielt, wo Spider-Man hinreisen wird. Wir wissen ja schon, Spider-Man wird nach London reisen, also von New York nach London. Also haben wir schon mal zwei Städte bzw. zwei Länder in diesem Film. Und jetzt wurde noch ein drittes hinzugefügt und zwar Italien. Denn auf der linken Seite können wir die italienische Flagge sehen mit dem Titel Venedig auf Italienisch eben. Was schon mal bestätigt, dass Spider-Man nach Italien reisen wird. Ein Indiz dafür sind auch diese Säulen, die hier an der Brücke gezeigt werden. Also diese Zäunung, sage ich jetzt einfach mal. Diese Brücke existiert auch so in Venedig. Und da wir jetzt wissen, wo der ganze Film schon mal spielt, wo diese Szenerie spielt in Venedig, wo es sehr viele Kanäle gibt und ganz, ganz viel Wasser, sollte es eigentlich schon erklären, weshalb so eine riesige Welle auf Spider-Man draufgeschleudert wird. Doch das ergibt nicht wirklich Sinn, da normalerweise in solchen Kanälen nicht solch starke Wellen aufschlagen. Sowas gibt es dort eigentlich nicht. Was sehr, sehr viele jetzt vermuten und was eigentlich jetzt durch diesen kleinen Leak jetzt bestätigt sein sollte, wäre einfach, dass ein neuer Schurke aus den Spider-Man-Comics jetzt auch in diesem Film auftreten wird, neben Mysterio, der von Jake Gyllenhaal gespielt wird. Und zwar ist die Rede hier von Hydro-Man. Hydro-Man kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Ich selbst habe ihn auch noch nicht gekannt, da für mich ein relativ unbekannter Schurke ist. Aber für euch einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Hydro-Man hieß ursprünglich Morris Maury Bench und war ein Mitglied der Marine. Und eines Tages, als Spider-Man in einen Kampf verwickelt war, schubst Spider-Man ihn aus Versehen in das Meer hinein. Und gerade in diesem Moment, als Morris Maury Bench in das Meer fliegt, war die Marine gerade dabei, einen experimentellen Generator zu testen. Und bam, so kam eben Morris Maury Bench an seine Kräfte und verschmolz sozusagen mit dem Wasser, konnte sich ab dem Zeitpunkt in Wasser verwandeln und das Wasser sozusagen kontrollieren und war seitdem der Schurke Hydro-Man. Das wäre eigentlich das Wesentliche, was ihr über ihn wissen solltet. Und er wäre jetzt die plausibelste Erklärung, weshalb es solche starke Wellen in Venedig gibt, weshalb Spider-Man von diesen Wellen angegriffen wird. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Hydro-Man der sein wird, der diese Wellen erzeugt. Des Weiteren eignet sich Venedig eigentlich als perfekte Stadt, um eben die Kräfte von Hydro-Man darzustellen, da wir hier sozusagen eine Stadt geliefert bekommen, die komplett umgeben von Wasser ist in verschiedenen Abteilen und Bezirken, was wirklich für sehr interessante Kämpfe und Szenen sorgen wird. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie Hydro-Man in diesem Film darstellen werden. Aber bis dahin könnt ihr mir ja noch eure Meinung in den Kommentaren dalassen und hinschreiben, was ihr von Hydro-Man findet. Findet ihr cool, dass er jetzt in Spider-Man mit eingebaut wird und wir neben Mysterio noch ihn als Antagonisten bekommen? Ich finde es jedenfalls cool und ich glaube, wir können noch ein, zwei weitere erwarten, da gerade ja die Gerüchte sehr stark sind, dass wir mehr als nur ein oder zwei Schurken in Spider-Man Far From Home bekommen werden, da man gerade dabei sein soll, die Sinister Six aufzubauen. Und ja, schreibt mir das Ganze einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das ganze Video natürlich gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, als auch ein Abo, damit ihr keiner meiner Videos mehr verpasst. Hier bekommt ihr wirklich alles rund um das Marvel Cinematic Universe, alles rund um die Marvel-Filme. Und ja, das wäre es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, ciao.